Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir spielen heute weiter ein bisschen im Ranked. Ich will nämlich weiter ein bisschen nach oben kommen mal wieder. Und wir spielen heute den Agro-Evo-Devo-Schaman auch, weil wir gestern sehr, sehr oft gegen ihn gespielt haben. Möchte ich mal gucken, ob der tatsächlich so gut ist, wie das bei unseren Gegnern jetzt war. Dadurch, dass sehr, sehr viele controllige Decks unterwegs waren, war der sehr, sehr stark, muss ich sagen. Und dadurch, dass ich halt auch ein controlliges Deck gespielt habe, er hat uns sehr, sehr outcontrolled, muss ich sagen. Interessanterweise spiele ich eine andere Liste als die meisten, die da das gespielt haben. Weil ich nämlich die Liste mit Devolution zweimal spiele und er hatte halt irgendwie die AOEs noch ready. Doppelgangster, wir haben die Combo schon direkt ready. Ich glaube, wir packen alles nochmal weg und wir halten nur das Devolve auf der Hand. Sehr, sehr schön. Turn 1, Turn 2, Turn 3 können wir dann theoretisch noch ein Totem casten für Thing from the Below. Das ist schon okay so. Das ist wirklich okay. Wenn er die Hyänen spielen sollte und die irgendwie krass bufft, können wir das auch einfach die dann devolven und dann ist sie halt auch einfach nur noch ein schlechtes Kerlchen. Ich finde, Devolve und Evolve finde ich echt krass, dass das wirklich so gigantisch stark im Setup geworden ist. Das ist wirklich, es ist eine Sache, die mich sehr, sehr freut. Ne, wir spielen einen normalen One-Drop raus. Ich habe mir gerade wirklich überlegt, Primal Fin Totem zu coin, aber das lohnt sich tatsächlich nicht so sehr, wie es hier gerade aussieht. Weil wir halt dann nur einen 1-1er kriegen, theoretisch. Und jetzt haben wir einen 1-2er für einen Mana. Ja, schauen wir mal. Er hat jetzt sein eines Minion auf der Hand auf jeden Fall gebufft. Könnte sein, dass das natürlich ein Early-Game-Drop ist, dann ist es schon mal ein bisschen kritisch, weil das hat, glaube ich, +2/+2 gekriegt durch die Karte. Es ist eine sehr, 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 sehr interessante Sache, das Magloss Crate. Es ist einer der ersten Hunter gewesen, die wieder sehr, sehr gut waren in der Meta, die ich auch sogar vorgestellt habe, oder besser gesagt, die ich auch gespielt habe zum Zeitpunkt. Genau deswegen, weil jetzt hat nämlich die Alley Cat 3-3 und das ist mega, mega sick, weil wir nämlich jetzt das Totem hier nicht ordentlich rausspielen können. So, dann gucken wir mal, wie machen wir das jetzt am dümmsten. Hero Ability. Hit. End Turn. Ja, wir müssen mal gucken. Wenn er jetzt die Hyänen rauskommt, wäre das natürlich für ihn optimal. Für uns eher weniger. Wenn er ihn bufft, ist es natürlich noch schlimmer. Freezing Trap könnte es hier sein. Er geht Face. Freezing Trap oder Explosive Trap. Explosive Trap triggert erst, wenn wir Face gehen. Das ist aber okay. Wenn ich jetzt das so spiele, kriegen die +2 Angriff. Snipe! Oh no, das war ein guter Play von ihm. Ach du Scheiße, war das ein guter Play von ihm. Ja, dann müssen wir wohl so machen. Snipe, dass man sowas spielt, hä? Plus Mudstone Portal. Wow. Das ist uncool. Das ist sehr, sehr uncool, das Swipe. Das hat uns ein bisschen hier unser Board versaut. Stell dich mal vor, wir hätten das jetzt rausgespielt. Dann hätten wir eigentlich sehr, sehr gut Board Control halten können. Ich habe erst gedacht, das ist entweder die Freezing Trap oder die Explosive Trap, weil Swipe wird eigentlich in der Meta so gut wie gar nicht gespielt, eigentlich im Moment. Aber anscheinend hat er Bock, liebe Leute. Hat er Bock, das zu spielen? Wir gucken mal, wenn wir ein Taunt-Totem rauskriegen, wäre das natürlich optimal. Nice, Taunt-Totem, das ist sehr, sehr gut. Dann spielen wir nämlich noch das andere Totem raus. Gehen hier einmal Face, machen End Turn. Kriegen den kleinen Dude hier raus und können im nächsten Zug dann eigentlich schon anfangen mit Evolven. Wenn er jetzt unseren 0-2er nicht zerstören kann, wäre das natürlich optimal. Dann würde er da rein traden. Und wir können hier... Ah, lass die Hunde los. Er kann unser komplettes Board rippen. Mann, nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Okay, er kann nicht unser ganzes Board rippen, aber schon mal relativ gutes Board rippen. Okay, er geht hier einmal Face, will natürlich Wind Fury hier jetzt haben. Maelstrom Portal wäre jetzt ein guter Draw. +3 Health. Maelstrom Portal wäre hier wirklich ein guter Draw. Ja, macht den 1-1er noch weg und End Turn dann. Sogar noch ein Hit da rein. Okay, es ist jetzt auf jeden Fall die Ding Trap. Gut, dann hätte ich mal gesagt, hier wird es Zeit für eine Devolution, ein Devolve. Catrick ist es. Interessant, wir spielen das Totem raus. Einfach wegen der Chance, dass wenn wir ihn hier cracken, dass das Totem das abkriegt.
Okay, er kriegt's ab, das ist auch okay. Spielen noch ein Thing from Below raus und wollen ihn damit eigentlich so ein bisschen reinbaiten, dass er jetzt hier Trade-Trade macht und dann, aha, er kann es trotzdem wegtraden, mein eines Totem. Das ist uncool, aber es ist okay. Uncool, aber okay. Oh. Ja, aber er macht hier den kompletten Trade, das ist gut. Das ist gut. Seine Karten werden immer weniger, das ist in Ordnung. Wir können jetzt hier, er wird einen wegtraden, dann spielen wir hier jetzt das Flametank-Totem neben unser Totem und können hier dann Value rausgenerieren, was sehr, sehr schön ist. Wir spielen ihn hier raus, das Totem raus. Oh, ich hätte ihn nach links spielen sollen. Fuck! Obwohl, nee, es passt perfekt. Es ist nicht schlimm, dass wir den falsch gespielt haben. Dann spielen wir das nämlich so hin. Trade. Trade. Play. End turn. Kriegen noch einen 1-1-Sorgen Murloc dazu. Das war okay, dass wir das so rumgespielt haben. Ich habe mir erst gedacht, ja, es wäre besser gewesen, wenn wir den Pirate nach links gespielt hätten. Dann hätten wir noch einen 3-1er da gehabt. Aber da der 3-1er eh gerippt worden wäre, wäre das eigentlich vollkommen egal gewesen, wie rum wir das gesetzt hätten. Also von dem her war es tatsächlich kein Missplay. Okay, er haut zweimal in meinen Totem rein, will es dann natürlich zerstören. Was anderes hätte ich auch nicht hier von ihm erwartet. Spell Damage wäre hier optimal jetzt an der Stelle. Spell Damage bitte. Na, Healing Totem. Healing Totem ist aber auch okay. Healing Totem ist auch okay. Dann hätte ich mal gesagt, wir cracken ihn, spielen dann Crack. Spielen dann das hier drauf. Machen hier den Hit. Machen hier den Hit. Und machen einen Turn und healen alles wieder. So, das ist jetzt nämlich die Sache, wo ich mir überlegt habe, soll ich Evolve spielen oder nicht? Tatsächlich sehe ich hier jetzt noch keinen Grund, Evolve zu spielen. Einfach deswegen, weil wir noch keinen guten Minion draußen haben, der eigentlich großartig was bringt. Er müsste mit seiner Savannah Highman den 0-2er töten, dass er jetzt nicht so viel Damage frisst. Ansonsten wird er wahrscheinlich Face gehen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das zu evolven, weil wir haben eigentlich nur 2 und 1 Drops. Er ist ein 1 Drop. Er ist ein 1 Drop. Er ist ein 1 Drop. Alley Cat, okay. Wenn er jetzt noch die Hyena hat, ist es natürlich uncool, aber ich denke nicht, dass es Hard Hero geht. Face, Leute. Face ist das Einzige, was sich hier lohnt. Oh ne, er macht den Trade. Das ist tatsächlich richtig, dass der Trade sich mehr lohnt. Ja. Nochmal dich. Ah, das ist nicht so cool. Ja, wir machen trotzdem wieder den Hit hier. Dann machen wir hier den Hit. Dann holen wir vielleicht hier einen Taunt raus. Das wäre ganz angenehm. Haben wir tatsächlich rausgekriegt. Dann machen wir hier Face, Face. Spielen noch den... Spielen wir den Pirate raus? Nein, weil wir einen Murloc kriegen. Das ist in Ordnung. Wisst ihr, Leute, ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, hier wirklich einen 3-Drop rauszuholen. Solange wir hier die Savannah Highman noch so gut kontrollieren können, ist das meiner Meinung nach in Ordnung. Und er hat wohl, so wie es scheint, keine Follow-Up-Karten. Was ich sehr, sehr interessant finde. Ich denke, dass er irgendwie was Fettes auf der Hand hat. Oder irgendwas, was ihm im Moment halt überhaupt nichts bringt. Die Frage ist halt nur, was es sein sollte, was ihm hier überhaupt nichts bringt. Und das Problem ist, wir können halt theoretisch seine Savannah Highman nicht wegtraden. Überhaupt nicht. Egal wie wir da irgendwie reingehen, es bringt uns nichts. Infested Wolf, Hero Ability and Turn. Ah ja, Hit natürlich auf den Taunt, darf man natürlich nicht vergessen. So, komm schon, irgendwas Gutes. Bloodlust zum Beispiel wäre sehr, sehr gut. Wir hätten ein ultra gutes Board dafür. Doppelgangster kommt hier raus, das ist interessant. Wir machen Hit. Hit, Hit, Hit. Doppelgangster, go. Hit, Hit, Hit. Face, Doppelgangster. Hero Ability. Moment, hast du angegriffen? Du hast angegriffen. Evolve. Go. 10-2er, yo, alles klar. Ach du Scheiße.
Es war ein ganz schön guter Evolve-Play, liebe Leute. Oh, das ist aber gar nicht so cool. Es war ein ganz schön guter Evolve-Play. Wie viel Damage machen wir ihm? Theoretisch... Oh mein Gott, okay, die Hyänen, die müssen wir auf jeden Fall wegtraden. Ja, den kannst du nicht, der hat Stealth, mein Freund. Der hat Stealth, mein Freund. Ja, du willst deine Hyäne jetzt buffen, aber das bringt dir überhaupt nichts. Komm, auf den Acolyte of Pain. Er macht doch viel mehr Sinn, auf den Acolyte of Pain zu gehen, Junge. Oh nein, die haben ja auch alle charged, die Hyänen jetzt. Aber hat er gut gespielt. Ja, komm, hau da rein in den Acolyte of Pain, damit komme ich klar. Okay, er will da rein traden unbedingt. Das Problem ist, er hat hier nicht mitberechnet, dass ich mit dem Acolyte of Pain einfach dann traden kann. Okay, er haut uns 8 Schaden, er haut uns 10 Schaden, das ist okay. Er hat dann kein Board mehr und wir können die Ding hier einfach traden, die Hyäne, und ziehen sogar dadurch noch eine Karte. Oder wir spielen einfach die Wolf raus. Die Wolf ist auch hier schön. Oh, was? Oh mein Gott, nein! Dinge sind geschehen, liebe Leute. Dinge sind geschehen. Trade. Mana-Tide Totem ist gut. Trade. Play and turn. Oh, Dinge sind geschehen, liebe Leute. Das ist uncool gewesen gerade. Okay, wir müssen ihn jetzt relativ schnell töten. Was uns aber theoretisch gelingen sollte. Die einzige Möglichkeit, die ihm hier einen Win gibt, ist auf jeden Fall, lass die Hunde los, was er schon einmal gespielt hat. Oder aber ein Kill Command plus ein Beast im nächsten Zug. Ansonsten können wir ihn töten. Wir haben im nächsten Zug 12. Okay, das sieht gut aus. Hero Ability und damit haben wir gewonnen, glaube ich. Der wird verdoppelt, gell? Ah, okay, er geht nur auf 10. Haben wir Lethal? Ne, wir haben kein Lethal, gell? Hit. 4, 10 sind also 14, 15, 16, 17, 18 reicht nicht. Hit. Gut, wirklich das Einzige, was mir jetzt noch was bringen könnte, wäre tatsächlich ein wunderschönes Lass die Hunde los. Und wenn er das jetzt nicht gezogen hat, ist es ein Well Played. Wenn er das gezogen hat, ist es ein Well Played. Also können wir hier schon mal sagen, Well Played. Und wir haben das Spiel gewonnen. Nice! King Crush wäre auch noch möglich gewesen, glaube ich. Wow. 18-18. Woop, 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 woop. So, dann machen wir hier noch 2 und dann machen wir hier mit 18-18 Damage. Boom! Nice! Der Agro Evo Devo hat jetzt seinen ersten Sieg wieder erbracht. Das finde ich sehr, sehr schön. Ist wirklich ein starkes Deck, muss ich sagen. Gefällt mir zu spielen. Gefällt mir sehr, sehr gut zu spielen wieder. Vielleicht ist es sogar stärker als das controllige Deck. Aber das kommt halt immer drauf an, in welcher Meta wir da halt unterwegs sind. Weil im Moment ist es halt gerade so wirklich, dass man mehr gegen Aggro-Decks spielt als gegen Control-Decks. Ihr seht jetzt gerade auch wieder gegen Maiev. Das ist uncool, Leute. Mit dem Deck gegen Maiev weiß ich nicht, ob wir gut ankommen. 1, 2, 3 finde ich eigentlich optimal. Machen wir genau so. Spielen dann Turn 1, Turn 2, Turn 3. Je nachdem, vielleicht kann er nichts machen. Das wäre sehr, sehr angenehm. Doppelgangster auch schon auf der Hand. Das ist cool, weil man versucht natürlich immer den Doppelgangster so früh wie möglich rauszuspielen, um die Kombos halt zu triggern. Vielleicht ist es auch ein Miracle Rogue. Ich meine, er hat einen relativ alten Kartenrücken. Es ist ein Miracle Rogue. Finde ich sehr, sehr schön. Miracle Rogues sind ja tatsächlich die angenehmen Rogues zu spielen. Und wir haben die Combo schon auf der Hand, Leute. Das heißt, wir spielen direkt so raus, gehen hier Face, machen End Turn. Wir machen jetzt das Aggro-Play, liebe Leute. Im nächsten Zug kommt dann der Stonehill Defender. Mal gucken, ob wir da irgendwie Wide-Eye oder sowas rauskriegen. Das wäre natürlich optimal. Er braucht jetzt hier noch eine Halluzination. Das ist sehr schön, die Hallucination. Wir müssen nur aufpassen, dass er nicht mit seinen Giants irgendwie ankommt. Er macht End Turn, was für uns eigentlich so das Optimale hier ist gerade, weil wir einfach unser Board sowas von aufbauen können.
Wir nehmen den 3 Mana, den 3 Mana Heal hier sicherheitshalber. Haben eigentlich schon mega starkes Board, liebe Leute. Jetzt stell dich mal vor, wenn wir dann noch Doppelgangster Evolve spielen, ist es eigentlich echt krass. Stormcrack hat er gezogen. Das heißt, er macht unseren Dude hier weg. Das ist schade, aber es ist okay. Wir werden jetzt ihm hier 4 Schaden schießen direkt mit dem Jade Lightning. Wir gehen hier richtig ham, Leute. Richtig, richtig ham. Und im nächsten Zug kommt dann Doppelgangster. Im nächsten Zug kommt dann noch der das Thing from Below. Und dann kommt Doppelgangster Evolve und von ihm das Vanish wahrscheinlich. Das wäre so lustig, wenn wir einfach das Board vollgepackt hätten mit Minions und dann kommt einfach so. Aber weißt du was? Hier hast du den Ding verloren und ja. Hier kriegst du alles wieder auf die Hand, meine ich natürlich. So, wir spielen jetzt den hier raus. Mania Hit Hit. Wir wollen ihn ja nicht seinen komischen Dude hier auf dem Board lassen. Das hat er gemissplayed, Leute. Das hat er gemissplayed. Ist aber okay. Hätte schlimmer sein können, sein Missplay. Vanish wäre tatsächlich, glaube ich, hier das Schlimmste, was passieren könnte. Oh, Wildspine Slayer ist stark. Wildspine Slayer ist richtig stark. Das hat uns wahrscheinlich hier ein bisschen das Play gekostet. So, dann machen wir hier mal Halt. Bevor wir das machen, greifen wir natürlich an. Wir wollen ja einen Damage hier nicht verschmähen. Nice, Illidan ist gut. Und wir kriegen durch den Kabal-Dude hier, kriegen wir einen Lakari-Fellhound. Okay, das ist eine Karte, die ich theoretisch hier nicht sehen möchte, aber das ist in Ordnung. Wenn unser Board jetzt nicht mit Vanish rippen kann... Oh. Was? Lightning Storm? What? Yes! Yes! Okay, dann haben wir auf jeden Fall Lisa. Oh nein, er spielt Patches! No! Töte mein Illidan nicht! Illidan ist zu gut. Nein. Oh, mein Hund bellt wieder. Dies heute ist er irgendwie nicht so gut gelaunt, tatsächlich. Wie machen wir das am dümmsten? Bloodlust würde allen plus 3 geben. Wir haben hier 4, 8, das reicht nicht. Wir gucken mal, was für ein Totem wir kriegen. Natürlich das falsche Totem. Wir gehen trotzdem Face hier an der Stelle. Einfach, dass wir vielleicht mit Bloodlust hier lethalen können. So, er spielt jetzt sein Fan of Knives. Er sucht natürlich hier immer noch ein bisschen die Ding raus. Ah, er hat tatsächlich das Fan of Knives. Uncool. Damit kann er jetzt traden, oder? Kann er traden? Nee, er kann nicht traden, oder? Baxter bringt ihn ins Eviscerate, kann er nicht spielen. Okay, wir haben gewonnen, oder? Ne, wir haben nicht gewonnen. Wir haben ein. Doch, wir haben gewonnen! Ja! Der Patches, liebe Leute! Patches ist endlich mal zum richtigen Moment gekommen. Endlich mal! Hat er auch lang genug gedauert, dass der mal hier vorbeikommt. Und Patches darf auch jetzt hier leasen. Ah, oder auch nicht. Sorry, Patches. Nice! Ja, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hier mal mit dem Agro-Evo-Devo-Deck zu spielen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne zeigen durch einen Daumen oder einen Kommentar oder natürlich ein Abo. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Türelü!